Abend, liebe Geschwister. Wir grüßen euch im Namen Joshua, unser Herr, unser Erlöser, unser Gebieter. Wir danken ihm für diesen Moment, der uns gegeben hat, sich in seinem Namen zu versammeln, sich in seinem Wort zu versammeln. Denn er ist alles, unser Schöpfer. Wir danken dir für, wir hatten zwei Veranstaltungen, am 22. Februar war das, eine Evangelisation in Oldenburg. Durch Gottes Gnade ist es sehr, sehr schön dort gelaufen. Die haben evangelisiert, Flyers verteilt, Bibel verteilt, alles kostenfrei. Haben das Wort geteilt, mit Leuten sich ausgetauscht. Einfach den Joshua wieder den Leuten näher gebracht. Und gleichzeitig hatten wir auch am selben Tag auch eine Veranstaltung mit der Jugend in Bonn. Ist auch durch seine Gnade sehr, sehr gut abgelaufen. Viele jugendliche Leute von verschiedenen Städten waren dort und der Herr wird sehr gelobt für das, was er in Deutschland tut. Wir wollen heute Abend auch das oder jetzt im Moment das Wort teilen, wie sonst auch. Bevor wir anfangen, wollen wir natürlich alles in seinen Händen lassen im Namen von Joshua. Vater, wir danken dir für diesen Moment, wir danken dir für die Güte, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist und uns an dich angezogen hast. Wir kannten dich nicht, aber du hast uns schon auserwählt, schon bevor die Welt erschaffen wurde, hast du uns auserwählt, um heute irgendwann mal vor deinem Volk zu stehen und dein Wort zu verkündigen, Vater. Ich danke dir für diese Gnade, denn wer sind wir, um diese Gnade zu empfangen? Die Ehre gebührt dir und dir allein, Joshua. Danke für diesen Moment, im Namen Joshua. Amen. Wir werden heute lesen im Buch Johannes, Kapitel 1, Abvers 1. Ich lese, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Elohim. Und das Wort war Elohim. Und dieses war im Anfang bei Elohim. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Das Leben war das Licht der Welt. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johanan. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in seinem Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Elohims zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Wille des Fleisches, noch aus dem Wille des Mannes, sondern aus Elohim geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit und eine Herrlichkeit als das Eingeborene vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Wow. Wie sagt man, im Anfang war das Wort. Was für ein Anfang? Und zwar am Anfang der Schöpfung. Als der Herr angefangen hat, alles zu kreieren, war das Wort schon da. Und das Wort war bei ihm, also Elohim, wir kennen das als Gott. Elohim ist, also das wahre Wort ist Elohim. Das Wort war bei Elohim und Elohim ist dieses Wort. Dieses lebendige Wort, was alles erschaffen hat. Weil der Herr sprach und die Erde wurde erschaffen. Der hat gesprochen und da war die Sonne. Der hat gesprochen und er trennte das Licht von der Finsternis. Er hat gesprochen und er hat die Sterne gemacht. Dieses Wort ist Elohim, natürlich. Weil wieso? Wenn das von ihm kommt, kann das nur er sein. Er hat gesprochen im Anfang, als er alles geschaffen hat. Das war Gott. Und dieses Wort war Gott. Oder dieses Wort war Elohim. Und alles dasselbe entstand. Und alles ist durch ihn entstanden. Und nichts, was heute existiert, ist ohne dieses Wort entstanden. Wow. Was für ein mächtiges Wort. In diesem Wort ist Leben. In diesem Wort ist Kraft. In diesem Wort ist Sicherheit. Da war alles drin. Friede. Liebe. Weil schaut mal, wie war das am Anfang? Im Anfang haben die Tiere miteinander gelebt. Löwen. Mit Antilopen. Und da war Friede auf der Erde. Die Erde wurde mit Liebe gemacht und die Erde war,
wurde perfekt gemacht. Aber was passiert? Durch die Sünde wurde die Welt leer. Amen. Aber wer hat die Welt erschaffen? Der Herr, der perfekt ist. Alles wurde durch ihn erschaffen. Alles wurde durch ihn gemacht. Alles wurde von ihm und für ihn gemacht. Und in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Welt. Dieses Leben war das Licht der Welt. Nicht dieses Licht, was wir hier sehen, aber das Licht der Welt, von der ganzen Welt. Das Licht, was die ganze Welt erleuchten kann. Und das Licht leuchtete in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Wow, das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Was sagten wir vorhin? Die Welt ist durch die Sünde in die Finsternis geraten, in die Finsternis gefallen. Ist die Finsternis gefallen? Der Luzifer, der ein Engel war, wollte die Stelle vom Herrn nehmen. Und der Herr hat ihn vom Paradies rausgeschmissen. Und ist auf die Erde gefallen. Die Erde wurde leer und die Leer wurde wüst und leer. Was war Luzifers Wille? Er hat den Herrn beneidet. Er wollte seine Stelle nehmen. Er wollte seine Ehre nehmen. Und was hat der Herr gemacht? Der Herr, unser Schöpfer. Der hat am Anfang alles erschaffen durch sein Wort. Die Tiere, alles Mögliche, Sonne, Sterne, Flüsse, Pflanzen und die Samen, alles Weitere. Und am sechsten Tag hat er den Menschen erschaffen, nach seinem Ebenbild. Nach seinem Ebenbild. Und dann war der Luzifer da und hat gesehen, wow, ich wollte doch dieses Bild haben, habe es nie bekommen. Also was will ich machen? Ich werde versuchen, diese Menschen auch zu zerstören. Weil er weiß, er kann den Herrn nicht zerstören. Den Herrn kann er nicht zerstören, weil der Herr ist mächtig, allmächtig, er ist so groß, wer kann ihn zerstören, wer kann ihn überzeugen? Als er die Welt erschaffen hat, hatte er keinen Berater, hat er auch keinen gebraucht, er hat keinen Architekt gebraucht, weil er ist der perfekte Architekt. Er hat niemanden gebraucht, er hat alles durch sich selbst gemacht und alles lebt durch ihn selbst. Amen. Und der Teufel hat gesehen, wow, der Mensch wurde durch sein Ebenbild, nach dem Bild vom Elohim gemacht. Also wie Elohim, die Stelle, die ich haben wollte, die ich nicht bekommen konnte. Jetzt hat er seine Augen auf die Menschen gerichtet und hat gesagt, diese Person will ich versuchen zu zerstören. Was hat er gemacht? Er ist gekommen, hat ihn versuchen gebracht. Wir können das ja kurz schauen. Im 1. Mose Kapitel 3. Kapitel 3. Das heißt, da war voller Friede auf der Erde. Der Mensch, der nach dem Ebenbild vom Elohim gemacht wurde, hatte eine Beziehung mit ihm, konnte mit ihm reden, konnte mit ihm in ihm wandeln, konnte ihm gehorchen, konnte seinen Wille umsetzen, konnte das tun, was der Herr von ihm verlangt hat. Der Herr hat ihn im Friede in dem Garten Eden platziert, um den Garten zu behüten, um den Garten zu bewahren, um die Pflanze zu bewässern, um in seinem Werk zu arbeiten zu können. Aber was war das Ziel vom Teufel? Er wollte diese Menschen zum Fallen bringen. Was hat er gemacht? Wir werden sehen im Kapitel 3. Der Herr hatte den Menschen Befehle gegeben, die er sicherlich gehorcht hatte. Wir wissen nicht wie lange, aber ich gehe davon aus, die haben eine Zeit lang waren die gehorsam. Die wussten, es waren zwei Bäume, ein Baum vom Leben und ein Baum von der Kenntnis vom Guten und Bösen. Und die haben das respektiert eine Zeit lang. Aber dann kam der Teufel und kam zu der Frau. Was hat er gesagt? Da wurde, wir werden kurz lesen, Kapitel 3, ab Vers 1. Aber die Schlange, der Teufel ist Luzifer, war listiger als alle Tiere des Feldes. Elohim, der Herr, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Elohim der Herr gemacht hatte. Und sie sprachen zu der Frau, sollte Elohim wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Also er kam und hat die Frau, die gehorsam war, die Frau, die gehorcht hat, die Frau, die im Wort wandelte, die Frau, die vor der Gegenwart des Herrn stehen konnte, ihm anbeten konnte, die ihm gehorchen konnte, ist zu ihr gekommen und meinte zu ihm, hat Zweifel gebracht. Hat der Herr wirklich gesagt, dass ihr von diesem Baum nicht essen dürft?
Und so kommt der Teufel in dem Leben von den Menschen. Er bringt Zweifel. Du bist standhaft, du bist sicher. Du bist erbaut auf dem Felsen und er kommt und versucht Unsicherheit zu bringen. Er versucht, dass du wackelig wirst. Warum? Damit du fällst, um dich zu trennen von ihm. Und genauso kam er und hat zu der Frau gesagt, hat der Herr wirklich gesagt, er hat Unsicherheit gebracht, Zweifel. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat der Herr gesagt, esse nicht davon und rühre sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Was macht die Schlange? Die Schlange sprach zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Elohim weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Elohim und werdet erkennen, was gut und böse ist. Hatten die wirklich es nötig zu wissen, was böse ist? Nein, weil da gab es keine Boshaftigkeit, da gab es keinen Hass, da gab es das Böse gar nicht, da war Friede. Aber er kam und hat etwas präsentiert, als wäre es was Schönes. Der Baum war schon immer dort. Der hat den Baum immer gesehen. Die ist an dem Baum vorbeigegangen. Aber dieser Baum, der hatte nie Interesse an diesem Baum. Und nie Interesse an der Früchte von diesem Baum. Aber ab dem Moment, wo sie ihre Ohren dem Teufel gegeben hat, ab dem Moment, als sie ihre Ohren der Schlange gegeben hat, also ab dem Moment, als der Teufel Werbung gemacht hat für die Frucht, was sagt uns die Bibel? Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und die begehrenswerte Baum war. Ich lese nochmal. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Davor hat sie es nicht so gesehen. Aber an dem Tag, wo sie ihre Ohren dem Teufel gegeben hat, hat er es ihr geschmackhaft gemacht. Er hat sie angelogen. Erstmal hat er sich unsicher gemacht und hat sie angelogen. Hat gesagt, nee, ihr werdet gar nicht sterben. Aber der Herr weiß, an dem Tag, wo ihr davon isst, werdet ihr so wie er. Aber die wurden doch schon aus dem Ebenbild erschaffen, oder nicht? Er bringt Unsicherheit, Zweifel und steckt es doch mit Lüge. Mit Falschversprechen. Was ist passiert? Der Mensch ist gefallen in der Sünde. Finsternis. Die waren in der Helligkeit, die waren im Licht, die waren im Friede, die waren in der Wahrheit, die waren in Hoffnung, die waren in der Heiligung und haben sich von dem getrennt. Wieso? Weil sie sich betrügen lassen haben. Von dem Teufel. In der Finsternis. Und der Herr sagte vorhin im Johannes, und das, er war das Licht der Welt. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Warum? Da ist eine Trennung zwischen dem Licht und der Finsternis. Was trennt uns da? Die Sünde. Die Sünde. Was ist die Sünde? Andere Leute werden nur sagen, okay, die Sünde ist, wenn man sexuell, für viele ist Sex nur die Sünde. Oder Mord. Abtreibung sogar wird als normal behandelt. Aber was ist der Unterschied zwischen Abtreibung und Mord? Gibt es keinen Unterschied. Das ist beides Töten. Du tötest ein Lebewesen. Hass, Rassismus, Neid. Diese ganzen Sachen trennen uns von dem Licht der Welt. Diese ganzen Sachen trennen uns von dem wahren Licht. Diese ganzen Sachen trennen uns von dem ewigen Leben. Diese ganzen Sachen trennen uns von unserem Heiland. Diese ganze Sache trennt uns vor unserem Frieden. Und das ist ein Grund, warum die Menschen das Licht nicht sehen konnten. Amen? Warum? Weil die verblendet waren von ihrem Leben. Verblendet waren von ihrem Sünde. Ab dem Tag wurden alle Sündiger. Das ist alle in dem Blut von jedem, ist das Blut von Adam und Eva. Weil Eva ist die Mutter aller anderen Menschen. Amen? Deswegen hat der Herr gesagt, alle haben gesündigt und die kommen nicht zur Ehrlichkeit des Herrn. Warum? Wegen der Sünde. Selbstbefriedigung, Neid, Pornografie. Wie sagt man, wenn man sich voll frisst, Trunkenheit und so weiter und so fort. Es gibt so viele Kategorien. So viel. Eifersucht. Sogar die Dinge, die wir als klein sehen. Lüge. Diese ganzen Sachen trennen uns. Diese ganzen Sachen trennen uns. Aber trotz seiner Liebe ist das Licht gekommen. Der Herr hat
sag mal, seine Schöpfung immer geliebt. Immer geliebt. Und er hat gesagt, okay, ich werde kommen. Und er ist gekommen, trotzdem ist er gekommen, trotz dass der Mensch in der Finsternis gefallen ist, trotz dass die Erde in der Finsternis gefallen ist, ist das Licht der Welt gekommen, um die Welt zu erretten. Was macht das Licht, was macht die Welt? Wir erkennen es gar nicht, wir nehmen es gar nicht wahr. Warum? Weil wir stellen uns vielleicht vor, dass ein Mensch mit einem großen Bart, mit einem großen Gewand kommt, mit diesem Licht, ja, so wird es sowieso irgendwann kommen. Das wird sowieso irgendwann mal so kommen. Aber vorher, was sagt uns die Bibel? Dass er vor ihm kam, es gab einen Mann, Johannan, er war nicht das Licht, aber war da, um das Licht zu bezeugen. Das ist auch eine Art, wie das Licht zu uns kommen kann. Es gibt Menschen auf dieser Erde, die der Herr ans Herz gelegt hat, vor ihm zu bezeugen. Die das Licht, wie sagt man, wo das Licht sich an denen offenbart hat, die haben das Licht begegnet, die haben das Licht empfangen. Das Licht hat diese Menschen zu sich angezogen, um von ihm zu sprechen. Aber die Menschen haben es nicht erkannt. Er kam zu seinem. Und die Seinen haben ihn nicht erkannt. Aber jeden, die ihm angenommen haben, hat er ihm die Macht gegeben, seine Kinder zu werden. Wow. Das heißt, man wird nicht ein Kind von Elohim, man wird nicht ein Kind von Joshua, weil man in die Gemeinde geht. Nicht unbedingt. Man wird nicht ein Kind von Joshua, weil man für ihn Lobpreis betreibt, wenn man in einem Orchester ist, wenn man in einem Chor ist, wenn man auf der Straße ist und evangelisiert. Man wird nicht ein Kind vom Herrn, weil man predigt, was wir gerade tun. Nein, nicht unbedingt. Aber jeder, die ihm empfangen haben, wer ihm? Das Wort. Und welches Wort? Dieses Wort ist Elohim, also Gott. Dieses Wort ist das Licht der Welt. Dieses Wort, durch dieses Wort wurde alles gemacht. Also das ist unser Schöpfer. Alle, die den Schöpfer empfangen haben, denen hat er die Macht gegeben, seine Kinder zu werden. Nicht durch den Wille von Menschen, nicht durch den Wille von irgendjemandem, aber durch seinen eigenen Wille. Und dieses Wort wurde Fleisch, hat mit uns gelebt. Von wem wird er gesprochen? Von Joshua. Sein Name ist Joshua. Joshua Mashiach, den wir als Jesus kennen. Jeder, der ihn empfängt, jeder, der ihm glaubt, an seinem Wort festhält, in seinem Wort wandelt, was sagt sein Wort? Sein Wort ist die Wahrheit. Die Bibel sagt, durch Moses ist das Gesetz gekommen, aber mit dem Herrn Joshua ist die Gnade und die Wahrheit gekommen. Und er hat selbst gesagt, ich bin das Weg, das Leben und ich bin auch die Wahrheit. Er ist es. Jeder, der ihn empfangen hat, den hat er die Macht gegeben, seine Kinder zu werden. Ob die Leute es wollen oder nicht, ob Leute dich daran hindern wollen oder nicht, aber wenn du ihn empfängst, hast du ihn, bist du schon sein Kind. Was für ein Wort, das wahre Wort, das heilige Wort, was sagt, tue Buße, trenne dich von der Finsternis, trenne dich von der Sünde, trenne dich von Rassismus, trenne dich von Hass, trenne dich von Unzucht, Sex vor der Ehe, Lüge, Neid, Geldgier, Habgier, trenne dich von dem und empfange ihn, denn er ist heilig. Er will uns genauso wie er will aus uns das machen, was der Mensch im Anfang war. Im Anfang im Garten Eden. Der Mensch wurde nach seinem Ebenbild erschaffen. Aber wegen der Sünde wurden wir von ihm getrennt und er hat gesagt, mein Geist wird nicht mehr lange im Menschen leben. Das heißt, wenn du ihn empfängst, empfängst du auch seinen Geist, seinen Heiligen Geist. Und sein Geist hat alles erschaffen, weil der Herr ist Geist und hat gesagt, alle, die ihm loben, sollen ihn im Geist und in Wahrheit loben. Was für ein Geist? Sein Geist, der Heilige Geist. Das heißt, wenn du ihn empfängst, empfängst du auch seinen Heiligen Geist. Wenn du ihn empfängst, empfängst du auch die Weisheit. Wenn du ihn empfängst, empfängst du auch die Wahrheit. Wenn du ihn empfängst, empfängst du auch die Liebe. Wenn du ihn empfängst, empfängst du auch die Macht. Das ist unendlich groß und diese unendlichen Dinge werden dich begleiten. Du hast keine Angst mehr. Du machst dir keine Sorgen mehr um die Sache dieser Welt. Weil du weißt, wenn du ihn empfängst, sein Geist wird dich in die Wahrheit führen und wird dir klar machen, dass diese Welt vergänglich ist. Alles vergänglich. Alles, was wir besitzen können, ist vergänglich. Und der Herr wird dir die Augen öffnen, weil er ist das Licht. Und du wirst auch erkennen, dass diese Welt im Finsternis ist. Trotz der Schönheit, trotz dass unsere Straßen hier in Deutschland so sauber sind.
Trotz, dass wir hier alles haben, was wir haben können, dass unsere Kühlschränke nie leer sind. Aber trotzdem wirst du erkennen, dass wir in der Finsternis sind. Weil er wird dir die Augen öffnen. Und du wirst deine Augen immer natürlich nicht mehr in die Richtung der Finsternis richten. Aber durch das Licht, du wirst das Licht folgen. Du wirst die Wahrheit folgen bis in die Ewigkeit. Das heißt, wahre Kinder vom Herrn, wahre Kinder von Joshua, wahre Kinder vom Elohim, sind die, die ihm empfangen haben, die ihm begegnet haben. Das heißt, er hat diese Menschen zu sich angezogen, hat zu denen vorgestellt und die haben ja, die haben zu ihm Amen gesagt. Was sagt das Wort? Tue Buße. Das Himmelreich vom Herrn kommt bald zurück. Das Himmelreich von Joshua kommt bald zurück. Das Himmelreich von Elohim kommt bald zurück. Tue Buße. Das sagt das Wort für uns. Das ist die Botschaft. Weil durch die Sünde wurden wir von ihm getrennt. Und er ist gekommen, um uns mit ihm wieder zu versöhnen. Durch das Wort, durch das Licht, durch die Wahrheit, die er ist. Trenne dich von den Sachen dieser Welt und empfange ihn. Empfange ihn. Mit ihm hast du das wahre Leben. Mit ihm hast du den wahren Frieden, die uns unser Bruder William gepredigt hat. Mit ihm hast du die wahre Erlösung. Denn er ist unser Heiland. Er ist unsere Erlösung. Wir haben keine andere Lösung hier. Diese Erde. Keine Partei wird uns die Erlösung geben. Keine Partei auf dieser Welt wird uns Friede geben. Kein Mensch dieser Erde wird uns Friede geben. Er hat gesagt, ich werde euch Frieden geben, die diese Welt euch nicht geben kann. Denn er ist allmächtig. Er ist groß, er ist unendlich. Und er möchte, dass wir wieder zurück zu ihm kommen. Zurück zu diesem Eden. Zurück in den Himmelreich. In sein Himmelreich. Zurück in seine Nähe. Zurück zu unserem Schöpfer. Denn wir wurden von ihm erschaffen, für ihn, um ihn zu loben. Amen. Trennen wir uns von der Sünde und kommen wir zu ihm zurück. Er hat dich nie aufgegeben. Es ist wahr, du hast vielleicht viele Dinge betrieben. Und der Teufel kommt, um wieder Unsicherheit zu bringen. Und zu sagen, siehst du, du hast dies und jenes getan. Er wird dir niemals verzeihen. Nein, lass dich nicht täuschen. Er kommt und bringt Unsicherheit und bringt uns und kommt noch mit Lüge dazu. Er hat gesagt, jeder, der ihn empfängt, das heißt, dir ist klar, ich habe das und das getan. Mir ist klar, ich habe gesündigt, mir ist klar, ich habe abgetrieben, ich war in Unzucht, ich habe geklaut, ich habe gestohlen, ich habe getötet, ich habe Leute umgebracht. Mir ist dieses klar, mir ist klar geworden. Tue Buße, geh vor ihm und sage, ich möchte dieses Leben aufgeben, ich möchte dich empfangen und wahrhaftig dein Kind werden. Wahrhaftig das ewige Leben finden, wahrhaftig den Frieden finden. Lass dich nicht täuschen. Der Herr hat gesagt, es gibt kein Urteil mehr für ihn, für die Kinder, die in ihm sind und die in seinem Wort wandeln. Kein Urteil mehr. Lass dich nicht vom Teufel täuschen. Nicht in Unsicherheit bringen. Und lass dich nicht von ihm belügen. Das ist sein Ziel. Er weiß, er hat keine Zeit mehr. Denn das Licht kommt bald wieder zurück. Das Licht kommt bald wieder zurück. Er weiß, er hat keine Zeit mehr. Deswegen versucht er, diese Menschen, so viele Menschen wie möglich zu belügen, damit sie mit ihm ins Feuer gehen. Lass dich nicht von ihm täuschen. Empfange das Licht. Empfange das Licht. Wir sind nicht da, um von uns zu bezeugen, aber wir sind da, um vom Herrn Joshua, das wahre Licht, der Herr, der Herrscher, der Allmächtige, unser Schöpfer, der im Anfang alles erschaffen hat, den sind wir gekommen zu präsentieren. Empfange ihn. Das ist derjenige, der mich erlöst hat von Unzucht, von Drogen, von Alkohol, von Lüge, von Rassismus. Weil es gibt nicht nur Rassismus von weiß zu schwarz, es gibt auch Rassismus von schwarz zu weiß oder von blau zu gelb. Es gibt viele Sachen. Und er hat mich von diesen ganzen Sachen befreien können. Kein Mensch hat mich von diesen Sachen befreien können. Keine Religion hat mich von diesen Sachen. Ich spreche nicht von einer Religion. Ich spreche, weil die Religionen wurden von Menschen erfunden. Ich spreche von dem, der Himmel und Erde erschaffen hat. Joshua. Er ist lebendig. Er lebt. Er hat schon immer gelebt. Und er wird auch in Ewigkeit leben. Und er möchte, dass du und ich mit ihm in Ewigkeit leben. Empfange ihn. Keine Religion wird dir eine Lösung geben. Keine Religion wird dich retten. Keine Religion hat die Lösung. Weil das sind alles Erfindungen von Menschen. Wir sollen nicht nach den Erfindungen trachten, aber nach dem Schöpfer. Yeshua Mashiach. Der einzige wahre Elohim. Der einzige wahre, der dich erlösen kann. Der einzige wahre, der dir Frieden geben kann. Kommt alle zu mir, die mühselig sind und,
und wie sagt man, wie die voller Probleme sind. Ich werde euch Frieden geben, ich werde euch erquicken, ich werde euch Frieden geben, ich werde euch befreien. Wer? Jeschua. Wer? Jeschua. Nur er. Nur er. Sonst keiner. Es gibt wirklich keinen wie Jeschua. Es gibt wirklich keinen wie Jeschua. Wie oft sind wir gewandelt, wir sind gelaufen, haben das versucht, haben Drogen versucht, Alkohol versucht, haben Sex versucht mit verschiedenen Frauen. Aber es hat uns nie befriedigt. Und wenn nur kurzfristig. Aber die wahre Erlösung, dein wahrer Frieden, der dich befüllen kann, ist es der, der dich kennt, der dich erschaffen hat, der dich wahrhaftig liebt, der weiß, wer du bist, der dich schon kannte, bevor du im Bauch deiner Mutter warst. Jeschua Mashiach, empfange ihn. Ich wiederhole, er hat nichts mit einer Religion zu tun. Er ist der wahre Elohim, in Klammern Gott, der wahre Elohim. Empfange ihn. Und wenn du ihn empfängst, gibt es keine Wenn und Aber, wirst du automatisch dich von dem Finsternis trennen und das wahre Licht folgen. Wirst du dich automatisch von der Sünde trennen und das wahre Licht folgen. Wirst du dich automatisch von den Dingen dieser Welt trennen, die Gelüste dieser Welt trennen und das wahre Licht folgen. Guck mal, diese Frau, die Samariterin, die hatte 5 Männer gehabt und der 6. war gar nicht von ihr. Die hatte ihre Projekte, die hatte ihre Pläne gehabt. Die ist um 12 Uhr ist sie gekommen, um Wasser zu schöpfen. Wahrscheinlich, weil sie sich so geschämt hatte. Wahrscheinlich, weil sie einen schlechten Ruf hatte. Weil zu dieser Zeit hatten die Frauen gewohnt gehabt, früh morgens und wahrscheinlich auch in Gruppen zu gehen, um Wasser zu schöpfen. Aber die Frau ist spät gekommen. Die ist spät gekommen. Wahrscheinlich wegen ihrem Ruf. Aber an dem Tag, wo sie Jeschua begegnet hat, wo sie erkannt hat, wo der Jeschua ihr die Augen geöffnet hat, dass er der Messias ist, der Maschia ist, hat sich ihr Leben geändert. Trotz ihr Ruf, trotz ihrer Vergangenheit, wurde sie ein Kind von Elohim. Egal, was die Menschen von ihr vorher sagen konnten, egal, was die Menschen über sie denken konnten, ihr Leben wurde geändert. Sie hatte keinen Scham mehr. Und ab dem Tag hat sie ihn empfangen und ist rausgegangen und hat von ihm bezeugt, von dem Licht der Welt, von der Lösung, die Wahrheit, der Friede. Sofort war das. Denn kein Mensch kann vor ihm stehen und derselbe bleiben. Kein Mensch kann ihm begegnen und derselbe bleiben. Nein. Die Zigaretten wirst du aufgeben. Deine Drogen wirst du aufgeben. Du hast keine andere Wahl, weil er ist allmächtig. Er ist viel größer als du. Paulus hat das Licht begegnet auf dem Weg nach Damaskus. Er konnte nicht mehr vor dem Licht stehen. Er ist gefallen. Wer kann von ihm so stehen und sagen, nein, ich werde standhaft bleiben, ich werde mich gegen ihn wehren? Wer kann das? Niemand. Paulus ist gefallen. Das Licht war so stark, dass er geblind wurde. Keiner kann sich vor ihm stehen, keiner kann ihn besiegen, keiner kann ihn bekämpfen. Niemand. Hör auf, dein Herz zu verhärten, aber gebe ihm dein Herz. Öffne dein Herz und empfange ihn. Öffne dein Herz und empfange ihn. Empfange ihn. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt, als das Jeschua auf deiner Seite zu haben. Es gibt nichts Schöneres. Stell dir mal vor, eine Person, die weiß, dass egal was passiert, ich habe meine Bodyguards da. Aber deine Bodyguards können dich auch mal enttäuschen und abgelenkt sein. Und das ist ja wichtig. Aber der Herr ist niemals abgelenkt. Er schläft nie. Er ist immer da. Bevor sogar die Bedrohung kommt, wird er dir schon Bescheid geben. Nee, pass auf, weil er ist immer da. Er ist wachsam. Er wacht. Er wacht. Er ist geistig nicht mehr ein Mensch. Wir können schwach werden, aber er ist niemals schwach geworden. Er wird auch niemals schwach. Empfange ihn. Meine jüngere Schwester, meine ältere Geschwister, mein Vater, Mütter, empfangt Jeschua Mashiach. Er hat nichts mit der katholischen Religion zu tun, nicht mit Evangelium, nicht mit Orthodox. Diese ganzen Sachen wurden von Menschen empfunden. Alles einfach nur, um die Menschen zu verwirren. Genau wie vorhin der Teufel sagte, ja, alles um die Menschen zu verwirren. Das kommt nicht von ihm. Es kommt nicht von ihm. Er hat gesagt, alle Leute, die standhaft bleiben werden, die diesen Weg zu Ende gehen werden, die diesen Weg gehen werden bis zum Ende, den wird er seinen Namen auf ihn schreiben. Seinen Namen, Jeschua. Und nicht katholisch, nicht evangelisch, nicht orthodox, aber seinen Namen. Seinen Namen. Denn Jeschua ist Yahweh, unsere Erlösung, unser Retter. Yahweh.
Gepriesen sei der Name des Joshua. Gepriesen sei der Name Joshua. Danke für dein Wort. Danke für deine Erlösung. Danke für das, was du für uns tust, was du für uns am Kreuz getan hast. Ja, du bist gekommen, um uns mit dir zu versöhnen, Vater. Kein Opferbrand konnte es tun. Kein Mensch hätte den Preis bezahlen können. Denn du hast einen Opferbrand gesucht, der rein ist, rein vor Sünden. Und da du ein verantwortungsvoller Mensch bist, ein verantwortungsvoller Mann bist, bist du gekommen und hast Verantwortung übernommen und hast selbst die Lösung gebracht, Vater. Ich danke dir. Dir gebührt die Ehre. Erhobe seinen Namen, Vater. Im Namen Joshua. Amen.